11.000 Euro, what the... Ja, Bruder, das ist einfach so teuer, weil einfach mehr Mining-Leistung als 5 3080 hat. Und verbraucht sogar nur 240 Watt. Dafür bauen wir den heute in meinen Serverschrank. Ich hoffe, das Ding ist nicht laut. Es ist nur ein 1HE-Gehäuse, das heißt eigentlich super klein, hat nur LAN-Anschluss und Power und dann kann schon losgehen. Es gibt einen kleinen Knopf, damit kann man sich im Tool am PC die IP anzeigen lassen, dann kann man sich schon einloggen und das Ganze konfigurieren. Natürlich brauchen wir noch ein ETH-Wallet, das habe ich jetzt neu erstellt, damit wir das Ganze genau tracken können und es kann schon losgehen und das Ding mint. Ja Leute, ich habe selber nicht geglaubt, wir schaffen über 500 MHz pro Sekunde. Wir werden uns das Ganze natürlich nur nach 24 Stunden anschauen, aber das Ding ist einfach viel zu laut, deswegen werde ich jetzt mit meinem Kumpel unten verlinkt das Ganze in den Keller verfrachten und ja, wir schauen uns das dann im nächsten Video an. Seid gespannt.